hier einmal noch ganz kurz von meiner Seite. Weil mir das halt einfach sehr wichtig ist, ich habe euch das ja schon erklärt, was meine Berufung ist und mit wem ich arbeite. Und dass mir da, aber sage ich jetzt mal, wie soll ich euch das erklären? Also wie gesagt, mir die Türen offen stehen, euch auch zu helfen. Auf ja, meine Art und Weise. Und ich wollte euch jetzt einfach nochmal sagen, weil mir das sehr, sehr, da geht's mal, auf dem Herzen liegt. Magie hat keine Farbe. Magie ist von der Struktur her neutral. Das heißt, die Energie, die Magie, was ihr nutzt, kommt, wie soll ich das erklären, kommt aus einem, ja, ihr wisst, was ich meine, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aus einem Kreis. Wie ihr die Magie da nutzt, ist eure Sache. Wie gesagt, Magie ist neutral. Magie hat keine Farbe. Wir Menschen versuchen immer, die Magie in Farbe einzuteilen. Wir versuchen immer, alles, was mit Engeln und so zu tun hat, versuchen wir immer auf die weiße Schiene zu schieben. Und alles, was mit für manche schlechte Dämonen zu tun hat, versuchen wir auf die schwarze Schiene zu schieben. Aber ich habe euch ja schon mal ein Thema zu den Dämonen geschrieben. Guckt gerne mal in meiner Gruppe Zirkel der Hexenmagie. Je nachdem, wo das Video halt erscheint, ist anscheinend auf YouTube und auf Facebook. Schaut einfach mal danach oder auf meiner Seite. Die heißt genauso. Da habe ich ein Thema über Dämonen geschrieben. Was für mich Dämonen sind, was sie bedeuten. Und für mich, wie gesagt, es ist meine Berufung. Ich stehe dazu, ich weiß, wo ich hingehöre. Und ja, ich finde es halt nur immer schade, dass die Menschen halt immer versuchen, alles, was dunkel ist oder was sie nicht verstehen, in irgendeine Schiene zu schieben, dass es weg ist, dass sie sagen für sich, ja, es ist okay, es ist böse, es ist böse. Aber habt ihr euch schon mal vorgestellt, oder diejenigen, die das immer sagen, habt ihr euch eigentlich schon mal vorgestellt, wer das gesagt hat? Habt ihr eigentlich schon mal einen richtigen Dämon getroffen? Habt ihr schon mal einen richtigen Engel getroffen? Die Frage müsst ihr euch stellen. Und habt ihr Erfahrungen damit gemacht? Und woher wisst ihr, dass diese, wie ihr es nennt, dunkle Magie böse ist? Oder wisst ihr, dass weiße Magie gut ist? Ich denke, viel wurde auch von der Bibel, ja, ein bisschen falsch beschrieben, aber das ist jetzt wieder Glaubensfrage. Ihr könnt mich jetzt verurteilen oder nicht. Aber ich wollte jetzt einfach mal Real Talk darüber machen, weil mich das halt einfach sehr beschäftigt, dieses Thema. Und ich möchte jetzt einfach mal mit so Vorurteilen aufräumen. Weil wie gesagt, wenn wir Menschen etwas nicht verstehen, dann ist es für uns meistens immer schlecht. Entschuldigung. Na, also ihr wisst, was ich meine. Und da komme halt ich und möchte halt auch ein bisschen aufklären. Ihr werdet auch so merken, wie ich tick, was für ein Mensch ich bin. Ich bin eigentlich ein ganz netter Mensch. Also viele denken immer, ja, wenn man irgendwas mit der dunklen Szene zu tun hat. Was heißt Szene? Das ist eine Berufung, genauso wie es für die Leute eine Berufung ist, für Engel zu arbeiten. Ja, wisst ihr, was ich meine damit? Und
Wie gesagt, ich habe meine Berufung gefunden und seitdem ich meine Berufung gefunden habe, hat sich auch sehr viel in meinem Leben getan. Es waren auch viele Scheißdinge, aber im Nachhinein gesehen muss ich sagen, ich wurde nur stärker davon. Und wir haben ein Schicksal und da kann keiner dran was ändern. Also wir können jetzt da rumschweifen, Sinn des Lebens und so weiter und so fort, aber jeder hat seinen eigenen Glauben. Und was mir wichtig ist, Leute, bitte respektiert den Glauben anderer. Ich sag auch nicht, jemand, der mit Engeln arbeitet oder mit, sag ich jetzt mal, weisen Göttern, so wie man es die Menschen immer gerne beschreiben. Ich sag auch nicht, ich will mit den Leuten nichts zu tun haben. Die sind doch total verrückt und das stimmt doch gar nicht und alles so. Nein, ich sag euch jetzt meine Geschichte. Meine beste Freundin, meine Seelenschwester, eine von meinen drei Seelenschwestern, hat gar nichts mit dieser Welt zu tun, in der ich bin. Im Gegenteil, sie ist eher, wie ihr das nennen wollt, weiß, ja? Aber wir sind beste Freundinnen und wir verstehen uns und jeder akzeptiert jeden. Sie akzeptiert mich. Und ich akzeptiere sie. Ich akzeptiere, mit wem sie arbeitet und sie akzeptiert, mit wem ich arbeite. Und es gab nie ein Problem. Ich habe sie von Anfang an, sie wusste es von Anfang an, dass ich mit dieser Zeit arbeite, mit wem ich arbeite, also was heißt nicht mit wem ich arbeite, aber mit was ich arbeite. Sie kennt mich als Menschen und sie weiß, wie ich tick und sie weiß, dass ich ein guter Mensch bin. Und das ist, was ich sagen wollte. Akzeptiert die anderen Berufungen und seid nicht immer so eingefahren, so eure Meinung zählt und wisst ihr, das ist jetzt kein Meckervideo oder so, aber mir liegt es halt einfach auf dem Herzen und mir wurde gesagt, bitte, Iria, stell das endlich mal klar. Und das wollte ich euch jetzt sagen. Ich könnte jetzt da, wie gesagt, ich könnte noch ausschweifen, könnte jetzt noch von Hundertste ins Tausende kommen, aber das will ich jetzt nicht. Ich will euch einfach mal dazu ermutigen, die andere Seite zu akzeptieren. Und die anderen Menschen auch zu akzeptieren, die anders sind, wie ihr seid. Denn es hat einen Grund, warum diese Leute so gewählt haben, wie sie gewählt haben. Okay, liebe Leute. Also denkt mal drüber nach und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben. Aber bitte, ja, mit Respekt und jedem bitte seine Meinung lassen und nicht einen dafür runtermachen, warum er der Meinung ist und wie das ja gehen kann. Also vielleicht habe ich euch jetzt so einen kleinen Denkanstoß gegeben, dass ihr nicht halt immer die Seiten so seht und so und immer so ein bisschen Rivalkampf und alles. Das muss nicht sein. Für was? Also in dem Sinne. Vielleicht könnt ihr ja mal überlegen, mich würde es freuen. Vielleicht habt ihr eure eigene Meinung dazu. Bis dann, eure Ria.